Ja, Grüße an die Kollegen der Nachrichten, dann übernehmen wir doch sehr gern. Ja, ich grüße Sie herzlich zu Besandt heute am Montag. Heute bei uns in der Sendung ein weinender Prinz. Wann hat man so ein Bild schon mal? Und da geht es nicht um Fußballergebnisse. Aber schauen wir erst einmal sonst auf diesen Tag, der für viele im Nebel begonnen hat. Deshalb auch heute zum Start in diese Sendung dieses Bild, das so ein bisschen stellvertretend steht für die entscheidende Frage für viele Autofahrer in dieser Woche. Wie dicht wird der Nebel noch? Selbst der Londoner Flugverkehr hing heute fest in grauer Suppe. Aber fangen wir erst einmal bei uns an, auf der Straße. Heute ist in Leipzig ein Prozess gegen einen jungen Drogendealer zu Ende gegangen, der aus dem Zimmer im Hause der Eltern im großen Stil über eine Internetplattform namens Shiny Flakes Drogen verkauft hat. Also eine ziemlich ernstzunehmende Straftat. Der Prozess hat zwei Dinge gezeigt. Im Internet sind die Grenzen zwischen Gut und Böse manchmal gar nicht so scharf zu erkennen. Und als Eltern lohnt es sich, ab und zu mal zu überprüfen, was die Kinder im Kinderzimmer so treiben, selbst wenn der Sohn schon 20 Jahre alt ist. Ja, und über diese beiden reden wir auch heute noch mal, Mohammed und Elias. Zwei Kinder, beide verschwunden, beide scheinbar dabei spurlos. Dann wird der mutmaßliche Mörder von Mohammed gefunden, vergangene Woche. Und er gesteht nicht nur den Mord an dem einen Kind, sondern verrät auch das Versteck des anderen vermissten Jungen von Elias. Nun prüft die Polizei Parallelen zu einem weiteren vermissten Kind. Inga aus Sachsen-Anhalt. Das Mädchen verschwand beim Holzholen, und zwar heute vor einem halben Jahr. Und auch das eine Frage, die die Nachrichten heute beschäftigt. Wie kam es zu dem Airbus-Absturz über Ägypten? Die Fluggesellschaft, die hat sich heute zu dieser Frage geäußert und ausgeschlossen, was ihrer Meinung nach nicht dahinter stecken kann. Ein Pilotenfehler und ein technischer Defekt, so sagt es die Fluggesellschaft. Andere Experten behaupten aber, dass man diese Dinge durchaus in Betracht ziehen sollte. Gerade weil die Maschine schon mal einen Unfall hatte und möglicherweise wäre da doch die Ursache zu finden. Über all diesen Fragen stand aber heute noch einmal die Trauer um die vielen Toten. In einem Ort in Rheinland-Pfalz, da brauchte es gestern Abend nicht den Tatort für Hochspannung am Abend. Dafür sorgte die Nachricht eines Nachbarn, der 16 Jahre alt ist und im Garten mit Bomben bastelt. Heute Abend, da läuft ein spannendes Psychogramm einer Frau, über die Deutschland nach wie vor rätselt. Es geht um Beate Zschäpe. Was für ein Typ ist diese Frau? Welche Rolle hat sie im NSU-Trio gespielt? War sie Mitläuferin oder war sie vielleicht doch die Anführerin? Und wie relevant ist ihr Schweigen für diesen Prozess? Unter anderem um diese Fragen wird es gehen. Es ist ein Einblick in die Psyche einer Frau, deren taffe Fassade im Laufe des Prozesses sich doch zu verändern scheint. Prominent werden wir mit der Königin der Niederlande. Große Sorgen haben sich die Menschen um sie gemacht, um Königin Maxima, die krankheitsbedingt vergangene Woche eine Dienstreise abbrechen musste. Und wer Königin Maxima kennt, der weiß, die hält eigentlich immer durch. Wenn die mal sagt, ich kann nicht, dann ist wirklich was. Umso beruhigender zu hören, dass es ihr besser zu gehen scheint. Ja, sehr beruhigend für uns andere Menschen. Eine Szene geht heute um die Welt und da sehen wir sie. Prinz Harry drückt eine junge Frau an sich und ist in diesem Moment tatsächlich den Tränen nah. Wir kennen Prinz Harry ja mit blonden Frauen im Arm, aber selten haben wir ihn dabei so gerührt erlebt. Das liegt an der besonderen Geschichte dieser jungen Frau und einem besonderen Geschenk für den Prinzen. Ja, manchmal, da sind auch die starken Typen verletzlich. So auch Heino Ferch. Eigentlich ja so ein Typ, bei dem man das Gefühl hat, man müsse ihn nicht so groß beschützen. Umso mehr haben wir uns erschrocken, als seine Frau vor Gericht über die Wiesennacht gesprochen hat, in der Heino Ferch von zwei Männern krankenhausreif geprügelt wurde. Und seine Frau hatte das Gefühl, die schlagen ihren Mann da tot. Heute ist das Urteil gefallen gegen die Schläger. Und weiter geht es mit Uschi Glas. Sie ist absoluter Profi und am besten kann sie es mit ihrem Mann. Diese beiden Jungs hier von Bosshaus, die würden es nie versuchen. Und Natalia Wörner findet, man könnte es doch auch mal mit einer Frau probieren. Worüber reden all diese Menschen? Übers Walzertanzen. Es war nämlich Opernball in Leipzig am Wochenende. Ja, Glückwunsch nachträglich nochmal unser Camilla und wir gratulieren gleich weiter, denn keine rollt das R im deutschen Fernsehen so schön wie sie. Und eigentlich redet man bei Frauen ja auch nicht übers Älterwerden, aber ihr nimmt man die Zahl eh nicht ab. Glückwunsch, Caroline Reiber.
Dieser Mann hier hat uns gezeigt, was passiert, wenn man mehrere Männer in ein U-Boot steckt. Und ihm verdanken wir auch Brad Pitt, halbnackt in Ledersandalen in Troja. Wolfgang Petersen, einer der größten Hollywoods. Und bei diesem Mann stimmt's mal wirklich. Heute war er in Berlin. Und jetzt verrät er uns, was er demnächst unter anderem mit unseren Tatortlieblingen Till Schweiger und Jan-Josef Liefers vorhatte. Und er verspricht uns mal wieder Großes. Ja, wir sind noch ein bisschen schneller und machen jetzt sportlichen Wechsel. Alexander Bommes übernimmt und macht weiter mit einer neuen Folge von Gefragt, Gejagt. Es geht wieder los. Ganz viel Spaß. Schönen Abend. Tschüss.